Viel ist in der Niederelsunger Dorfkirche in den letzten Monaten nicht passiert. Der lange Winter mit den eisigen Temperaturen hat die Sanierung des Gotteshauses deutlich eingebremst. Schon längst hätte der Estrichboden verlegt werden sollen. Pfarrer David Bienert bleibt zuversichtlich. Ja, wir stehen jetzt hier an der Kirche von Niederelsungen am Eingang. Die Renovierungsarbeiten sind leider noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns das gewünscht haben. Dazu hat der kalte März vor allem beigetragen. Wir warten also noch darauf, dass wir den Fußboden, den neuen Fußboden hier reinbringen können. Und sobald das fertig ist und der Fußboden getrocknet ist, dann können wir auch endlich mit den vielen Bauarbeiten beginnen, die dann noch folgen. Die Empore und alles Weitere, was geplant ist.